Es gibt so manchmal Situationen und Themen, wo ich mich einfach nur noch wegschmeißen kann. Das Nachfolgende ist tatsächlich meine ganz eigene persönliche Meinung, basierend auf dem, was ich persönlich so erlebt habe und das, was ich immer wieder lese und auf den Schießständen so mitbekomme. Ich möchte erstmal auf die Technik eingehen. Und zwar, es geht um das Thema Verschlussfanghebel, Schrägstrich, Schlittenfanghebel versus Slingshot. Um was geht es da genau? Die meisten Pistolen, ich besitze selber eine, die kein Verschlussfanghebel hat, haben sogenannte Verschlussfanghebel oder auch Schlittenfanghebel. Damit ist der Hebel gemeint, der nach Auswerfen der letzten Patrone durch den Follower des Magazins der Hebel nach oben gedrückt wird in eine vorgefertigte Nut im Schlitten, um den Schlitten dann in der geöffneten Position stehen zu lassen, damit ein schneller Magazinwechsel durchgeführt werden kann und der Folgeschuss nachkommen kann, indem man diesen Hebel betätigt oder eben nicht betätigt. Ich möchte euch das ganz kurz demonstrieren. Ich habe hier meine Glock 17 und wir sehen, sie ist leer. Ich habe ein Magazin mit einer roten Pufferpatrone. So, das, was jetzt sehr, sehr häufig auf dem Schießstand gemacht wird, wir sprechen jetzt mal, sage ich mal, bewusst DSB-Stand, nicht abwertend gemeint. Und auf einem DSB-Stand ist es ja so, die Waffe liegt mit geöffnetem Verschluss und sichtbarer leerer Patronenkammer auf dem Schützenpult vor ein. Es kommt das Kommando, Waffe laden und einrichten, laden und fertig machen, wie man das auch nennen will. Dann wird die Waffe aufgenommen, das Magazin wird eingeführt und der Verschluss wird geschlossen. So, das kann ich jetzt entweder tun, indem ich den Verschlussfanghebel betätige, runterdrücke, um damit den Hebel aus dieser kleinen Nut hier vorne zu lösen und der Verschluss geht nach vorne. Die zweite Variante, wir führen das Magazin ein und Achtung, Vorsicht, jetzt kommt Tactical. Gehen wir hin, ziehen den Schlitten nach hinten, lassen los, das sogenannte Slingshot, und können direkt schon loslegen. Das ist eigentlich der Punkt, über den ich heute ein bisschen sprechen möchte. Manche sind der Auffassung und der Meinung, dass dieses Betätigen des Verschlussfanghebels einen übermäßigen Verschleiß am Schlitten und Hebel hervorruft, der potenziell dazu führen kann, dass die Waffe eine Fehlfunktion hat oder gar komplett versagt. Bullshit. Hierbei müssen wir immer mal ein bisschen betrachten. Wir sind Sportschützen. Wie oft würden wir diesen Kackhebel denn tatsächlich betätigen? Wir sind hier nicht im militärischen Bereich oder dienstlichen Bereich, wo halt zig Schuss durchgehauen werden. Hier in Deutschland sowieso nicht, also müssen wir dann in die USA gucken, etc. etc. Das heißt, dieses Thema Verschleiß, schmeiß weg, brauchen wir nicht, ist uninteressant. Weil unsere Waffen werden definitiv bei weitem nicht so hoch verschlissen, wie es erforderlich wäre, um diesen Verschleiß durch einen popligen kleinen Hebel tatsächlich hervorzurufen. Meine Meinung. So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt wird's gut. Tactical. Das ist etwas, was ich immer wieder auf den Schießständen sehe. Und ja, ich mache das auch. Zu meiner Schande muss ich das geschehen. Ich mache das auch. Und zwar, es geht um Folgendes. Es gibt schießsportliche Disziplinen, da muss es ein bisschen zackiger gehen. So, nehme ich jetzt mal zum Beispiel das Thema EPP Station 1. Da habe ich eine unterladene Waffe. Pufferpatrone, Magazin in Griff, nennt sich unterladen, es befindet sich keine Patrone in der Kammer. Es kommt ein Signal, der für mich das Signal ist, hey Junge, zieh die Kanone, lad das Ding durch, hau deine 5 Schuss raus und lad nach, um die weiteren 5 Schuss rauszuhauen. Jetzt wird's spaßig. Und zwar, ich bekomme das Signal, ich ziehe die Waffe. Ich kann jetzt schon mal den Verschlussfanghebel nicht betätigen. Das heißt, ich müsste dann hier zwei verschiedene Methoden anwenden. Ist ein bisschen doof. So. Das heißt, ich ziehe die Waffe, ich lade die Waffe durch, gehe sofort in Anschlag. Bam! Der letzte Schuss ist draußen, ich lasse das Magazin fallen, ich lasse das, haue das neue Magazin rein und kann jetzt hier den Verschlussfanghebel betätigen.
Hat aber den Nachteil, in meinen Augen, ich muss meinen Griff leicht verändern, je nachdem, wo dieser Verschlussfanghebel an der jeweiligen Waffe, der immer wieder unterschiedlich ist, hindrehen. Habe ich eine Waffe wie eine Glock, wo ich relativ gut rankomme, mag das funktionieren. Habe ich eine 1911er oder CZ75, wo sich dieser Hebel außerhalb der Reichweite meines rechten Daumens befindet, muss ich schon wieder umdenken und muss mit meiner linken Hand diesen Hebel betätigen. Deshalb habe ich mir zwischenzeitlich angewöhnt, insbesondere bei den Disziplinen, wo es einen schnellen Reload gibt. Wir erinnern uns, erste Serie ist raus, Schlitten bleibt hinten. Ich gehe hin, hau das zweite Magazin rein und mache den Slingshot, weil ich damit mit meiner rechten Hand im Griff bleibe. Ich muss ihn nicht verdrehen, verkanten und so weiter. So, jetzt kommt das Besondere bei der ganzen Geschichte. Jede Waffe, jede Pistole oder nahezu jede Pistole hat unterschiedliche Positionen, Größen und Formen von Verschlussfanghebeln. Ich möchte euch das ganz kurz zeigen. Das heißt, wir haben hier einmal, selbst innerhalb eines Herstellers gibt es Unterschiede. Deshalb, passt mal genau auf. Glock 17 Gen 4 FS hat bereits den vergrößerten Verschlussfanghebel drin. Das heißt, er hat hier so eine kleine Ausbuchtung. Und da kommt man richtig cool dran, weil es eine Erhebung ist. Das heißt, ich habe haptisch, weiß ich, wo das Ding ist und ich kann Druck ausüben, um das Teil tatsächlich zu betätigen. Wie ich schon gesagt habe, innerhalb eines Herstellers kann es schon Unterschiede geben. Das ist jetzt eine Standard Glock 17 und da sehen wir, haben wir einen flachen Verschlussfanghebel. Ist zwar in der gleichen Position, ist aber flach. So, und das bedeutet, dieser kann durchaus, ich merke das hier schon, der ist echt schwerer zu betätigen als der bei mir, weil ich eben keine vernünftige Fläche habe, wo ich Druck ausüben kann. Ich muss schon hier oben drauf gehen, wo ich keine Angriffsfläche habe, wo ich eigentlich hier seitlich gehen müsse. Ist ein bisschen unglücklich gelöst. Glücklicherweise kann man bei der Glock das relativ einfach austauschen. Das sind ein paar Euro und man hat den vergrößerten Verschlussfanghebel. Jetzt nehmen wir mal CZ-P07. Sie ist leer. So, hier sehen wir einen relativ großen Verschlussfanghebel. Aber auch hier, guck mal, ich komme mit meinem Daumen hier gar nicht dran. Das heißt, hier müsste ich entweder mit meiner linken Hand den Verschlussfanghebel betätigen oder ich muss zum Betätigen meiner Hand die Waffe in der Hand rotieren, damit ich überhaupt dran komme. Ist ein bisschen unglücklich positioniert. Ja? So, und selbst wenn ich jetzt im Griff bin, guck mal, wo mein Daumen ist, der ist vor dem Verschlussfanghebel. Das heißt, ich müsste dann so oder so meine linke Hand nehmen, müsste sie nach hinten schieben. Das heißt, ich gehe wieder aus dem Griff raus. Ja? So, und wenn ich das tue, kann ich auch gleich slingshotten. Ist doch ganz einfach. Nehmen wir mal Sig Sauer P-Serie, hier am Beispiel der P226. Diese Waffe ist in Sachen Verschlussfanghebel, meine Meinung wieder, eine absolute Katastrophe. Je nachdem, wie ich diese Waffe halte, und es gibt ja unterschiedliche Grifftechniken, jeder hält die Waffe ein ganz klein wenig anders, aber mir passiert das bei diesem Ding hier andauernd, kann es passieren, dass dieser Hebel komplett außer Gefecht gesetzt wird. Das heißt, ich bin im Griff, ich bin am Schießen, normalerweise müsste jetzt nach dem letzten Schuss der Schlitten hinten bleiben, tut er aber nicht, weil ich aus irgendeinem Grund beim Schießen mit einem meiner Daumen auf diesem Hebel drauf bin und halte ihn runter. So, und auch dieser Hebel, der ist zwar positionstechnisch zum Bedienen gut positioniert, aber fürs Schießen echt kacke, weil ich muss mich eigentlich darauf verlassen können, dass der Verschluss nach dem letzten Schuss hinten bleibt. Tut er das nicht, ist das richtig scheiße, denn da warte ich entweder einen Defekt oder ich gehe davon aus, die Kanone ist noch voll, ich habe noch Patronen drin in einer Verteidigungssituation und ziehe den Abzug und es macht Klick. Richtig, richtig scheiße. Hier ist aber egal, ob ich slingshotte oder nicht. Aber was viele im Fall der P-Serie Sig Sauer machen, ist diese kleine Lasche hier in die waagerechte reinzubiegen, damit sie eben diesen auch tatsächlich nach oben drücken können. Dabei muss man aber auch aufpassen, wenn man busy sich dappig anstellt, kann es natürlich passieren, dass doch bei gefülltem Magazin der Hebel beim Schießen nach oben gedrückt wird und damit der Verschluss trotz vollem Magazin dann auf einmal offen bleibt. Auch nicht gut. Wie gesagt, ist eine etwas ungünstige Position in meinen Augen. Wie sieht es denn bei meinem neuen Schnuckelchen aus? Der CZ-P10F. Nun, wir haben hier beidseits bedienbare Verschlussfanghebel. Sie sind sehr flach angeordnet. Ich kann sie hier relativ gut mit meinem Daumen betätigen.
Aber da durch den Mechanismus, den man hier verwendet, nämlich einer nicht außenliegenden Nut oder Ausfräsung am Schlitten, sondern es wird hier an der Unterseite vom Stoßboden gehalten, ist ein sehr hoher Druck, der auf diesem Hebel lastet und damit schwer zu bedienen ist. Aber bei dieser ist es so, ich hau das Magazin rein und der Verschluss wird automatisch geschlossen. Coole Geschichte. Und damit bin ich sofort wieder startklar. So, Patronen raus, Schlitten bleibt hinten. Ich kann ihn betätigen, wie gesagt, aber es geht verhältnismäßig schwer. Das bedeutet also, verschiedene Pistolen, verschiedene Hersteller, verschiedene Verschlussfanghebel und verschiedene Positionen des Verschlussfanghebels. Und das bedeutet im Klartext, ich muss mich an irgendetwas gewöhnen. Und bevor ich mich jedes Mal, wenn ich eine neue Waffe in die Hand nehme, dran gewöhne, wo ist denn dieser Hebel, muss ich meine Hand drehen, muss ich die Waffe in der Hand drehen, was auch immer. Nein, dann gewöhne ich mir lieber an, hinzugehen und die Waffe zu slingshotten. Geht schnell, einfach und durch diese Bewegung komme ich eigentlich stoße ich quasi die Waffe direkt schon nach vorne, kann direkt in den Griff reingehen und ich bin sofort schussbereit. Es wurde angemerkt, die Cocking Serrations wären genau dafür da. Nein, sind sie nicht. Die Cocking Serrations sind dafür da, dass ich leicht auch mit rutschigen Fingern, zum Beispiel durch Blut, Öl, Wasser, sorry für Blut, aber man muss auch davon ausgehen, die Waffen sind eigentlich für einen Kampfeinsatz gedacht, dass ich immer noch genug Grip an der Waffe habe, um den Verschluss nach hinten zu ziehen. Dafür sind die Cocking Serrations eigentlich gedacht. Sie sind nicht dafür, vom Grundsatz her dazu gedacht, dass ich hier einen Slingshot mache. Die Front Cocking Serrations, außer dass die ziemlich cool aussehen, finde ich jedenfalls, haben die Bewandtnis, dass ich entweder, wenn es mal etwas leiser sein muss, ich befinde mich in einer taktischen Situation, dann kann ich hier vorne, während die Waffe sich relativ dicht am Körper befindet, die Waffe langsam durchladen. Ob das Sinn macht, ist ein anderes Thema. Und ich kann entweder von unten oder von oben diesen sogenannten Press-Check machen. Das heißt, ich ziehe den Schlitten ungefähr einen halben Zentimeter nach hinten und kann überprüfen, ist die Waffe denn tatsächlich geladen? Wurde denn eine Patrone zugeführt oder nicht? Dafür sind letzten Endes diese Front-Cocking Serrations gedacht. Lasst euch also nicht in die Irre führen. Wie ihr das am Ende des Tages aber handhabt, ob ihr jetzt Slingshot macht, ob ihr den Verschlussfanghebel verwendet, hey, das ist euch überlassen. Lasst euch kein Bern auf die Nase binden, von wegen, es würde durch Betätigen des Verschlussfanghebels ein übermäßiger Verschleiß an dem Schlitten und dem Verschlussfanghebel entstehen, der zu einer Waffenstörung oder gar zu einem Waffenversagen führen könnte. Lasst euch nicht so viel Scheiße erzählen, Leute. Ganz ehrlich. In diesem Sinn, macht's gut. Einen habe ich noch. Tut mir bitte mal einen Gefallen. Wenn wir auf dem schießsportlichen Schießstand sind, schießsportlich sind wir unterwegs, da brauchen wir kein Tactical. Wir müssen hier nicht hingehen und hier dieses super geil taktische ja, BAM BAM! So einen Scheiß brauchen wir nicht, ganz ehrlich. Wir sind im Sport unterwegs. Und ja, wir sind vielleicht hier und da mal in einem vom Ursprung her militärischen Verband unterwegs, BDMP. Ich zumindest. Aber ganz ehrlich, es ist Sport. Und da hat dieses sogenannte Watch Your Six, hat er nichts zu suchen. Ganz ehrlich, meine persönliche Meinung. Und es sieht teilweise wirklich echt behämmert aus. Wir sind hier nicht im Amiland, wir sind nicht im Verteidigungsschießen unterwegs. Wir sind hier im Sport unterwegs. In diesem Sinn, macht's gut.